Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Nach einer etwas längeren, Aufnahme, Pause kann man dazu ja nicht sagen, aber egal. Ja. Wir sind wieder im Haus, wo wir uns verabschiedet haben. Sucht den Unterschied im Raum. Ich habe selbst keine Ahnung. Worauf hüpfe ich denn hier gerade herum? Ach, du hast das Bett dahingestellt? Kannst du mal sehen, das waren keine Poltergeister. Gibt es übrigens im neuen Update. Und ich habe mein Inventar entrümpelt in der letzten Aufnahmepause. Und ich habe auch im Wiki nachgeschaut und bin zweimal zu Bett gegangen und habe ein paar Mahlzeiten gegessen. So lang war die Aufnahmepause. Oh, sehr gut. Kann ich wieder das mit meinen Lasern? Ah, verdammt. Schau, warte. Yeah. Wie ich sagen wollte, ich habe. Hast du deinen Schlick letztens schon den Extracting Talk getan? Ich wusste gar nicht, wie ich Schlick habe. Aber. So, ich wusste nicht, ob du welchen abgebaut hattest oder nicht. Ah, hier, zwei Schlickblöcke. Also, wenn da jetzt nicht zwei von diesen. Ich habe noch vier. Oh mein Gott, sechs Schlickblöcke. Also, wenn da nicht fünf von diesen Moskito-Bernstein drin sind, dann. Dann weiß ich auch nicht weiter. Nee, schade. Dafür werden in den nächsten vier, fünf davon dran sein. Ich hab's. Hab ich im Urin. Ich weiß. Ich sollte nicht immer Chief Brigham zitieren. Ich sollte lieber Hasen töten. Was ich damit getan hätte. So, und während ich mich wieder auf nach Osten mache, werde ich natürlich von meinen Plänen berichten. Also, Weltherrschaft. Schritt 1. Hasen töten. Nein. Metroplan. Ja, genau, der Metroplan. Der funktioniert immer. Aber der ist top secret. Den könnt ihr euch nicht anvertrauen. Wie dem auch sei. Nur zur Info. Nein, vielleicht, du wirst ihm nicht den Metroplan anvertrauen. Nein. Nein, das werde ich nie. Aber falls ihr euch ihn vielleicht euch denken wollt, also eure Gehirnzellen mal ein bisschen anstrengen. Und ja, guckt euch Metro 2033 und Metro Last Light an. Also, beziehungsweise spielt es, beziehungsweise lest es. Lesen ist geiler. Das bildet Metro, viel mehr. Metro 2033 habe ich im Buchladen gar nicht gefunden. Wollte ich eigentlich lesen. Ich habe das E-Book. Schwein. Modernisiertes Schwein. Ey, das ist richtig scheiße, wenn ich im Flughafen irgendwo lang will. Ich nehme immer 5 Kilo Bücher mit, weil in so ein 500-Seiten-Walzer, der hält bei mir 3 Tage, wenn es hochkommt. Und Autsch. Ich meine, ich habe mit Kabal und Liebel immer noch zu hängen und ich muss das dann morgen lesen wegen der Arbeit und so. Deswegen kann ich morgen gar nicht erst aufnehmen. Aber wie dem auch sei, also darum ist der E-Book, der E-Reader echt gut, weil ich dann nicht immer solche Unmengen an Büchern mit mir rumschleppen muss. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, sind wir schon auf einem halben Weg und ich habe noch gar nicht gesagt, was ich sagen wollte. Nämlich. Penis. Genau, das war's. Das war die Offenbarung. Boah! Nein. Also, ja, das wäre auch wieder Alex. Nee, was ist eigentlich aber das lassen wir lieber bleiben. Ja, okay. Nicht, dass wir hier auch noch damit anfangen. Was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe endlich eine Mana-Waffe gefunden, die ich im Pre-Hard-Mode bekommen kann. Und mit der ich, die so gut ist wie meine verfluchten Flammen. Wenn nicht sogar unter gewissen Bedingungen noch besser. Und darum müssen wir jetzt noch... Ich will Sensen. Ja, die Sensen meine ich aber nicht. Die sind auch nicht schlecht. Keine Sorge. Aber ich will Sensen haben. Wir wollen alle Sensen. Nein, du willst keine, du willst eine hässliche Mana-Waffe, ich will die Sensen. Ich bin hier der Shinigami. Ich dachte, du meinst der alle richten wird. Ja, keine Sorge, dann nimm doch dein Notizbuch und setz dich in die Ecke und schreib dir einen Namen rein. Letztens beim Spielen hat mich einer gefragt, wie ist denn dein Name? Ich hab da so ein kleines Notizbüchchen neben mir liegen. Boah. Es war eine interessante Anspielung und ich hab sie sehr direkt verstanden. Durchaus. Nee, ich schweife mal wieder vom Thema ab bei sowas. Nee. Wo war ich jetzt? Fuck. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Alex, hilf mir! Russland. Das ist zwar oft die Antwort auf alles, aber nicht immer. Nee, wo war ich jetzt? Ach ja. Oh, verdammt nochmal! Jetzt fällt mir wieder ein. Mit Sensen. Ich will die Dämonensense, nicht die Sensensense. Ich will die Sensensense. Eben, und darum vertragen wir uns ganz super. Und können zusammen auf einer großen Blumenwiese von Terraria spielen. Nicht! Yeah. Bad Flowers. Bad. So, jetzt. Das war extremst gay. Und jetzt bin ich im Dungeon. Nee, da gibt's. Es gibt so ein Bild mit zwei mexikanischen Polizisten, die über so eine Blumenwiese laufen. Und der eine schlägt mit seinem Knüppel auf die Blumenwiese ein. Bad Flowers. Bad.
Das kommt davon, wenn man die bei den wenn man die Ware der Drogenschmuggler selbst erstmal probieren muss. Nee. So, jetzt bin ich im Dungeon und habe immer noch nicht gesagt, warum ich überhaupt hergekommen bin. Denn, um diesen coolen Zauber zu bekommen, den ich will, auch genannt das Buch der Schädel, muss ich Skeletron besiegen. Immer und immer wieder, bis es endlich mal droppt. Und dazu brauchen wir... Wodka. Genau, dazu brauchen wir Wodka. Nee, dazu brauchen... Das musste jetzt echt sein, das hat oh, so ja, das musste unbedingt. Jetzt brauchen wir die die Voodoo-Puppe des Kleidungshändlers und ja, ich habe die ja vorhin in die Lava geworfen und da war ich gar irritiert, dass selbst da nichts passiert ist. Man soll die ausrüsten und damit den Kleidungshändler töten, aber das habe ich auch probiert und es hat auch nicht geklappt, aber das muss ich ja in der Nacht machen. Von daher probiere ich das jetzt nochmal. Und dazu muss ich erneut die Kleidungshändler-Voodoo-Puppe auftreiben, die eine Drop-Chance von 0,3% hat. Ist zwar wenig, aber hey, bei den Massen an Gegnern hier und jeder von diesen wütenden Knochen, wie sie dummerweise genannt werden, kann es eben droppen. Von daher muss ich nur genug töten. Genau. Ja, warte mal, 0,03, das ist 0,3, nicht 0,03. Ja, 0,3, das ist welche Drop-Chance nochmal so an sich genau? Ist mir jetzt scheißegal. Also, wie viele müsstest du töten? Ich habe keine Lust nachzurechnen, um ehrlich zu sein. Ich hätte das irgendwie nicht gerechnet. Es waren gar nicht mal so viele. Ich dachte, es stand noch irgendwo. Ich freue mich schon auf den Hardmode. Ich habe gute Zauber bekommen. Also, jetzt suche ich hier nach anderen. Ich suche jetzt nicht mehr nach goldenen Thron. Ich suche jetzt einfach nur nach, von die, nach diesen Angry Bounce, die ich hier durchlöchern kann. Piranha. Autsch. Wo rennst denn ein Piranha? Nein, hier waren Piranha gerade. Ein paar. Sag nicht, dass er angefangen hat zu laufen. Die Goldfische haben schon angefangen, die Evolution zu ignorieren. Nicht auch noch die Piranhas. Oh, ich merke gerade, hier ist Wasser im Heliobate. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Das ist Wasser im Dungeon, das gefällt mir auch nicht. Hier sind Feinde im Dungeon, das gefällt mir auch nicht. Nimm das Fluchschädel. Ihr Fluchschädel habt keinen Nutzen für mich. Ihr könnt es nicht droppen. Werde ich mal wieder meine Badass-Taktik anwenden, den Bildschirm so nah wie möglich an meine Augen ranziehen, dass ich selbst hier im Dunkeln der Höhle, wobei meine Leuchtkugel nicht viel Licht gibt, etwas sehen kann. Ja, liebe Kinder, das ist gesund für eure Augen. Macht das ruhig nach. Zur Nachahmung empfohlen. Nicht. Alter, stirb doch mal, stirb! Stirb, du scheiß Wikinger, Anime, whatever! Alter, naja, keine Ahnung. Ich habe diese Flügelhelme gedacht und ich wusste jetzt nicht, wo ich die sonst noch herkenne. Entschuldige an alle Anime-Fans, wir gehören doch auch zu euch. Bitte tut uns nicht weh. Ich bin sowieso schon tot, was kümmert mich also meine Augen? Alex, hast du schon wieder einen psychischen Zusammenbruch? Du bist immer noch nicht tot. Ich meine, warum habe ich immer noch keine Wunsch in der Hand? Goldener Schlüssel, yippie. Alter, nerv mich nicht, du Scheiß. Ah! Oh, hey, geil, sichere Ecke. So, wenn die nicht gerade von magischen Schlüsseln geflüchtet wird. Am Arsch. Ja, da ist es ziemlich sicher am Arsch der Welt. Oh, sag mal, wie schnell respawnst du? Am Arsch der Welt kannst du Möbel kaufen. Ja, das waren die so sagen soll, die Sänger. Auf Bock 71 Leben. Bam, bam, und nochmal bam. Hey, was ist denn? So. Heiltrank, warum ging das jetzt nicht? Hab ich mich verklickt? Headshot. Was jetzt nicht so nämlich schwer war, wie ich zugeben muss, aber... Scheiß drauf. Headshot ist Headshot. Ja, wenn ich jetzt hüpfe, dann werde ich zwangsläufig mit dem Kopf an diese scheiß Dornen stoßen, wie man gerade sehen konnte. Es geht gar nicht anders, wenn ich so in der Wand bin. Richtig scheiße. Genau wie du, du Wutknochen. Ja. Wut. Wut, Anime? Hey, du TOD, Anime. Ich kann nicht mal meine Sprüche zu Ende bringen, weil ich hier ständig unterbrochen werde. Schlimm ist das, schlimm. Ah. Diese Monsterflut aber auch. Jetzt muss ich noch in Bewegung bleiben, weil der Typ hier wieder mit. Wenn mir vielleicht jemand mal helfen kann, ich finde irgendwie andauernd dieses Bild, ein Mädchen hat eben so, ist halt eben wie ein Manga-Bild. Ein Mädchen total verstört drauf und daneben ist so ein Typ, der ihr ins Ohr flüstert: Hey Admin, Wut, Anime. Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Also, wenn mir das mal jemand erklären kann, wäre ich dem sehr dankbar. Um Hörensagen verstehe ich das auch nicht. Bäm, haha.
aus der Luft. Also, kannst du auch schlecht googeln, aber an sich, ich verstehe das einfach nicht. So, hey, Admin, Wut, Anime. Was passiert dann danach? Ja, dann ist einfach nur Ende. Es sind bloß diese zwei Bilder. Sie total verstört, er steht neben ihr und dann schlüsselt er. Und dann ist das so ans Ohr rangezoomt, wo er dann sagt, Wut, Anime. Also wirklich Wut, W-U-T. Ist vielleicht einfach nur ein dialektisches What? Nein, ich glaube, das glaube ich eher nicht. So, habe ich diese Belagerung hier mal ein bisschen aufgehoben. Das ist doch schon mal etwas. So, jetzt muss ich das geschickt machen. Alex, du bist Alex, du kannst nichts geschickt machen. Gut, dann höre ich auf mit Helligator bauen. Kannst du alleine weitermachen. Okay, okay. Wenn du einschnappst, nehme ich alles zurück. Nee, ich will jetzt nicht mit Tanks in Orbe werfen. Ey, ist ja praktisch, dass du hier respawnst, Alter. Verwalter. Einer von denen muss ich doch gedroppt haben. Guck doch mal. Ja, ich versuch's ja, die droppen aber alle über die Stacheln. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Flum. Schön den Bomben so zuzusehen, wie sie explodieren und man 1000 weitere hinterher wirft. Denk dran, dass du den Elevator nicht so breit bauen musst, wie du angefangen hast. Mach den einfach dann irgendwann später auf 2. Ich weiß, ich hab ihn jetzt schon arg verkürzt. Wow, du bist einsichtig geworden. Wer bist du? Was hast du mit Alex gemacht? Was? Er ist tot. Ach, endlich bin ich in dieser Klos. Der war sowieso immer nervig. Was? Gar kein Konter? Ich bin enttäuscht, Alex. Das erinnert mich an einen weiteren Anime, den ich angefangen habe, der aber so schlecht war, dass ich unbedingt aufhören musste. First Squad's The Moment of Truth? Nein. Nein, Leute, der Anime ist echt scheiße. Richtig! Man kann sagen, was man will, aber ich weiß noch nicht mal mehr, wie er hieß, genau. Irgendwas mit Lion Barrel. Ist halt eben so gesehen, sie ist außerirdisch und ist ihrem fetten Riesenroboter auf so einen Typen am Schrein draufgefallen. Und dort stand jetzt ein Grab. Und jetzt hat er halt eben, jetzt kann er diesen fetten Roboter steuern, weil er ein Teil dieses Roboters geworden ist. Alle weil Logik. Der Roboter ihn wiederbelebt hat. Und somit, labert er die ganze Zeit schon immer wieder. Ich bin der Held der Gerechtigkeit dieser Stadt und so. Und hier ist das Ganze. Und dann zeigt er mal auf sein Grab dort am Schrein. Hier ist das alte, schwache Ich gestorben. Das neue, starke hat sich erhoben. Und ich muss mir einfach im Kopf fassen. Ich muss damit aufhören, weil das war so elendig schlecht. Ach komm, solche Sachen passieren doch täglich in Japan. Ja, all diese Animes waren in Wahrheit Dokus. Fucker. Motherfucker. Die Quiz-Logik von Lock Horizon, die fand ich eigentlich recht interessant. Da war es nämlich so gemacht, dass die Spieleentwickler haben ganz Japan in diesem MMO umgesetzt, aber auf halber Größe. Die haben halt also ganz Japan das Spiel eingefügt, aber nur halb so groß. So löst man Probleme auf der Welt. Halbiere einfach die Größe. Schon erscheinen die Probleme nur noch halb so groß. Ja, das irgendwie unfair, das auf Japan anzuwenden. Ich finde eigentlich an sich eine geile Idee, ich meine, das Land halb so groß in das Spiel einzufügen. Man muss dir nicht extra eine fiktive Spielwelt ausdenken. Ja, und was machst du in diesem fiktiven Japan? Steuererklärungen ausfüllen, zur Schule gehen? Nein, das ist Lock Horizon, das ist halt in MMO. Magie, Schwerter, alles mögliche. Und dann einfach mal einfallslos ganz Japan reinkopiert. Zu welcher Epoche? Gar keine Epoche. Es gibt dort, die Gebäude sind alle von den Spielern selber gebaut. Halt eben alles komplett mittelalterlich, also wie es in dem MMO nochmal so wie immer aussieht dann halt eben. Und ja, dann ist das halt eben, dass die dort an sich unberührte Natur ansonsten rein kopiert. Ach so. Also hat nichts mehr mit dem echten Japan zu tun, außer die Ländergrenzen. Wow, nicht mal die ist einfach nur ein freies Land, was du wie in einem stinknormalen MMO bereist. Das meine ich doch. Und deine Items zusammensuchst. Ja. Aber du, das echte Japan hat nicht mehr viel unberührte Natur. Nicht wirklich viel. Scheiße, ich wollte da mal hingehen, weil ich habe zumindest gedacht, dass aus den Animes wenigstens die schöne Natur echt ist. Es gibt schon ein paar schöne Ecken in Japan, klar, aber ein Großteil ist eben auch verschlettert. Ja, die Kirschblütenbaumfelder allein in Städten. Die Kirschblütenbaumfelder sind wirklich herrlich. Hast du gewusst, dass man das Blühen der Kirschblüte, dass das gemessen wird in Japan als ja, das Kirschblütenfest wird über Jahrhunderte aufgezeichnet. Ein hervorragender Klimaindikator nebenbei bemerkt. Genau, indirekter. Oh, warte mal eben. Herr Maurer hat es dir gesagt, richtig.
Warum droppt der nicht, was ich will, ihr miesen Untoten? Nur eure Innenarchitektur kann man klären. Verfluchte, diese alte Hexe guckt doch auf jede Sekunde. Ich kann mir denken, dass ja. Meine Sterne. Na ah, gut, dann werde ich jetzt halt eben meine restlichen 16 Bob hier noch in den Tunnel reinpfeffern und dann war es auch schon mit dieser Folge. Leider. Ja, und ich hätte gerne jetzt noch ein bisschen weiter gemacht. Ja, das hätten wir alle. Und ja, nur mit einem getöteten Skelett und abgebauter Innenarchitektur und hey, teleportende Skelette. Uncool, uncool. Eigentlich ziemlich cool, aber unfair. Und nochmal ein. Na, das und Flammenrad auch noch und. Ah, ich bin überfordert hier. Oh, elegant ausgewichen. Ah, das muss ich auch noch. Oh mein mal. Gott, Flammenrad. Skelett. Die sind doch bei dir gar nicht. Teleport. Du brauchst doch nur einen Elevator. Teleportender Magier. Türke. Alter. Rassismus. Aber ich darf keine Ami-Witze bringen, ne? Entschuldigung, ich hab doch bloß eine Volksgruppe genannt. Da sind. Oh, nein, ich wollte gerade auf den Spiegel umschalten. wir alle wussten, dass es früher oder später. Ey, worauf schießt du jetzt noch bitte? Düster Maria. Ohne üben Namen. Dann gucke ich mal, wie sich der Elevator so macht und peitsche meine Arbeiter zum größeren Elan an. Musst du aufpassen, dadurch, dass sich der Tunnel halt eben jetzt verdünnt hat, nicht, dass du jetzt auf eine der Ecken fällst. Keine Sorge, ich werde schon aufpassen. Waren seine letzten Worte. Klatsch. Nee. Muss richtig splattern, Alex. Splatter-Anime. Elfenlied. Habe ich bis vor kurzem erst noch gar nicht gewusst, wo du immer Splatter-Anime gesagt hast, dass Splatter wirklich ein Genre ist. Was hast du denn gedacht, was es ist? Ja, allgemein, dass du Splatter als Wort einfach nur benutzt, um halt eben das Geräusch zu imitieren? Därme und so, das zu beschreiben. Nein, aber natürlich ich davor noch nicht gewusst an sich, dass es wirklich direkt ein Genre ist. Für diese Unwissenheit muss ich dich gleich mit Skelettmagier-Bannern werfen. Oder würde es tun, wenn es klappen würde. Scheiße. Hier, nimm dieses Wandskelett. Ja, guck mal, ich stehe in den Bomben. Und ich bin unverwundbar. So muss das. Still a love story to Trailer. Ich würde eine Bombe? Ja. Eine Sexbombe. Bedimmt. Ja, der war extrem schlecht. Ich brauche die Voodoo-Puppe doch eigentlich nur einmal von diesem Kleidungshändler, oder? Die vielleicht doch nur einmal? Das wäre richtig scheiße. Ey, komm, Sebastian, kannst du nicht einfach so sterben? Danke nochmals, dass du mich vom Fluch befreit hast. Es fühlte sich an, als wenn mich etwas angesprungen und gebissen hat. Es fühlt sich so an. In Wahrheit war es einfach nur ein dunkler Penis, der sich Tag für Tag in deinen Arsch geschoben hat. Kein Kommentar. Reden wir lieber mit Hiram. Die einzige Art Holz. Ist das ein I oder ein L? Färben, stören, würde ist Mahagoni. Färben anderer Holz ist so eine Verschwendung. Ja, damit ist doch klar. Lern Deutsch, du Einwanderer. Das? Nein, das war jetzt zu weit. Elysia, wie geht's denn dir? Zwei Goblins kommen in einen Stoffladen. Sagt der eine zum anderen, sitzt du gern auf Gobelin? Bitte. Ich habe schon viele schlechte Witze gemacht, aber... Verdammt, war der schlecht. Ich habe schon viele schlechte Witze gemacht, aber Elysia treibt es echt auf die Spitze. Ich glaube, ich mache jetzt dieses bedimmt. Das schneide ich jetzt 14 Mal rein oder so. Zwar ab... Aber so richtig schnell hintereinander gespult, so... Ja, ja, wie das Hallo und herzlich willkommen im Kanal-Trailer. Ich habe noch schneller. Ich habe gehört, es gibt eine Puppe in der Unterwelt, die Cody sehr ähnlich sieht. Ich würde gerne ein bisschen schießen. Ja, schön für dich. Wir alle hassen Cody, wir alle. Niemand mag Cody. Niemand. Ja, und dann reden wir nochmal mit Lorenzo. Warum rede ich mit allen Leuten? Ich bin ganz aus Titan, weiß also nicht einmal fragen. Also das Einzige, was ich jetzt verstanden habe, war Titan. Also, hol die Aufklärungstrupps! Er hat's hinter die Mauern geschafft! Na Gott. Ja, okay. Und Cody, wir alle lieben dich. Lass dir nichts einreden. Du solltest in der Nacht drin bleiben. Deine Mutter bleibt in der Nacht drin. Ja, oh, ein Sternschnupper. Ja gut, ich könnte von Sternschnupper erschlagen werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass mich Killerhasen anfallen, ist doch erheblich größer. Ah, Panik, Panik, Panik! Aber du musst schon bedenken, so eine Sternschnuppe könnte sich one-hitten, wenn sie, glaube ich, auf sich drauf fällt. Nein, kann sie nicht. Oh, das macht es nur bei NPCs. Ach so, macht's das? NPCs meine ich ja nicht bei Skeletten. Sowas. Dann flirten. Aber egal, das war's jetzt somit auch schon von dieser Folge und ja, wir
ihm ist, dann... Ja, dann flirten wir eben in der nächsten Folge mit Hannah und dann, ja, tschüss, ne?